Willkommen zurück in der Schlorfrepublik. Wir haben wieder einen Außenposten gegründet mit reichlich Ressourcen für unsere Forschung. Da werden unsere Wissenschaftler die nächsten Jahre mit beschäftigt sein. Sehe jetzt, der ist ja auch noch hier drin. Auch nochmal plus 4. Das sind alleine hier 11 Physik. Dafür, dass wir 20 haben, das ist schon Bombe. Gut. Nicht lang schnacken, sondern spielen. Sollten auch jetzt langsam... System Survey complete. So, Saya-System ist vollständig erkundet. Ist leider nichts dazugekommen. Das heißt, mit dir können wir gerade nichts machen. Du hast immer noch 3, kannst nichts erforschen. Unten kommst du nicht hin. Du könntest deine Flotte verbessern. Die ist nämlich noch uralt. Das machen wir auch, bis die Wurmlochstation fertig ist. Aber die Wurmlochstation dauert auch noch, weil wir System ja erst noch die Energie uns holen müssen. Das Sirax-System ist fertig. Kein besonderer Ausreißer. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, da war die Feindflotte, ne? Ja. Dies hier war leer. Ich will's doch hoffen. Ich will's doch hoffen. Nicht, dass jetzt hier das böse Erwachen kommt. Können wir irgendwo noch Energie holen? Ja, da hätten wir 6, aber ich will jetzt nichts aufgeben. Nahrung können wir auch nicht drauf verzichten. Ich könnte jetzt mal... Ne, den Roboter kann ich ja hier auch schlecht abziehen. Der produziert Nahrung. Ja, wir haben halt keinen anderen dafür. Schlecht. Hier hätten wir Energie, können wir nicht aufwerten. Und hier warten wir immer noch 28,5. Oh ja, das holen wir uns gleich. Das Konstruktionsschiff ist noch ein bisschen beschäftigt. Research complete. So, der Joranti-Kristallabbau. Müssten wir aber erstmal finden. Haben wir jetzt nichts von. Gibt ja dann den 15% Bonus auf Schusswaffen. Und da haben wir das Betarian-Kraftwerk. Das holen wir uns. Das bringt uns nämlich mehr Energie. Da seht ihr, produziert 10 Energie. Deswegen erforschen wir das. 16 Monate. Ab geht's. Hat das Schiff verbessert. Was ist jetzt hier fertig geworden? Asterion hat was gebaut. Ja, gut. Aha, er ist fertig hier. Da müsste ich ein Forschungslabor bauen. Wie geht's? Wie seid ihr eigentlich hier drauf? Wohnbarkeit 80, Zufriedenheit 80. Das ist eigentlich in Ordnung. Da brauche ich nichts bauen. Dann wollte ich sagen, bauen wir hier was Forschungsmäßiges, aber da haben wir kein Geld für. Ships upgraded. So, das Forschungsschiff ist fertig geworden. Das schicken wir dann hier hin. Will ich da eine Wurmlochstation bauen oder will ich die weiter oben bauen? Dort. Ich glaube, die bauen wir dorthin. Um eventuell weiterzukommen. Deswegen fließt du hier hin. Construction complete. Die Forschungsstation ist fertig. Aber du hast jetzt kein Geld. Das ist schlecht. Keine Energie.
dann flieg hier schon mal in den Orbit. Und dann kannst du gleich, sobald Geld verfügbar ist, Energie verfügbar ist, eine Station bauen. Dauert noch einen Monat. Minus 1. Schlecht, schlecht, schlecht. Schlecht gewirtschaftet. Jetzt. System Survey complete. Bergbaustation bauen. Aglissiles System. Och. Oh, nee. Dort kommst du nicht hin, dann flieg hier hin. Was? Außerhalb unserer. Ach, da ist es. Alles klar. Ich hab nichts gesagt. Da können wir nicht hin. Könnten auch hier noch eine Wurmlochstation bauen. Ich meine, es gehört zu unserem Reich, aber wir kommen nicht hin. Dann flieg du auch dich erstmal verbessern. Oh, ich sehe gerade ein bewohnbarer Planet. Der ist ja ganz an mir vorbeigegangen. Asigilis 2a. Energie. Schön, Energie haben wir. Brauchen wir auch. Den sollten wir uns auf jeden Fall merken. Haben wir noch wen anders hier vielleicht? Expansionsplaner, den habe ich gesucht. Ja, Bintu 3 ist da unten. Das ist so. Sabik 2a. Betarian Stein. Ja, viele Ressourcen natürlich. Aber nein. Der sieht ganz gut aus. Sollten wir uns versuchen zu sichern. Dafür brauchten wir ein Schiff. Ein Kolonieschiff. Was wir momentan uns absolut nicht leisten können. Hätten wir jetzt noch den alten Herrscher, da gab es noch einen 25% Abzug. Bei den Konstruktionskosten. Aber hier kostet uns das jetzt 293. Da ist momentan nicht drin. Da ist nicht drin. So. System Survey complete. So, du hast jetzt auch nichts mehr zu tun. Du bist auch fertig. Dann kannst du dich auch verbessern. Fliegen. Und alles wartet darauf, dass das Konstruktionsschiff fertig ist. Und hier oben in Iflore. Ah, Tradition. So, jetzt wird es mal interessant. Wir haben das Kuriernetzwerk. Der durch die Kolonieanzahl hervorgerufene Effekt auf erhöhte Traditionskosten wird um minus 33% reduziert. Haben wir noch nicht so. Bewohnerwachstumsdauer minus 10%, Kolonieentwicklungsgeschwindigkeit 50% erhöht. Unterhalt Außenposten minus 50% reduziert. Aber wir machen hier noch gut Gewinn. Unterhalt Schiffe um minus 10%, Gebäudeunterhalt minus 10%. Das private Kolonieschiff. Was zahlen wir? Stationsunterhalt. Da ist Gebäudeunterhalt 19, Schiffsunterhalt 8,5. 1,9 würde das mal gerade bei den Gebäuden bringen. Harmonie, Zufriedenheit aller Bewohner wird um 10% erhöht. Ist ganz nice. Negativ-Einfluss auf Anziehungs-Regierungsethik 50%. Unruhe reduziert. Die Kolonieentwicklungsgeschwindigkeit, die gefällt mir eigentlich.
und Wachstum geht schneller der Leute. Ich glaube, das machen wir. Ja, machen wir. Das machen wir. Construction complete. So, das Konstruktionsschiff ist endlich fertig. Gehst du jetzt hin und baust hier eine Wurmlochstation. Und dann musst du Energie gewinnen. Hier gibt es schon mal keine Energie. Das ist schlecht. Da gibt es zwei. Das ist nicht so der Brüller. Ja, dieser Planet wäre halt interessant. Die Pagan ist fertig. Die soll natürlich auch hier in das System, wo wir das Wurmloch, den Wurmlochgenerator bauen. So. Der Gouverneur hat eine neue Stufe erreicht und die Box 2 aller Gebäude abgeschlossen. Ja, wir sparen jetzt auf das Kolonieschiff, glaube ich. Oh, plus 7 haben wir wieder. Nice, ganz nice. So. Hier könnten wir Energie noch gewinnen. Ich glaube, das machen wir auch, wenn wir ein Kolonieschiff bauen wollen. Wäre das ganz nett. Research complete. So. Der Fusionsreaktor, endlich. Jetzt können wir die Schiffe aufrüsten, was noch vorrangig ist. Noch vorrangiger. Da ist der kalte Fusionsreaktor jetzt schon. Disruptor. Einfache Gefechtsrollen sind auch nicht schlecht für unseren Computer. Wächterpunkt Verteidigung ist mehr für größere Schiffe. Ich glaube, ich nehme den Gefechtscomputer. Kreuzer, Korvette. Ausweichen plus 3, Kampfgeschwindigkeit plus 10%. 21 Monate. Gut, aber jetzt gehen wir in den Schiffsdesigner. Gehen auf unsere Korvette. Wählen dort oben noch zwei blaue Laser aus. Gehen hier unten auf Fusionsreaktor. Ersetzen ein. Ersetzen noch ein. Gucken mal, ob wir noch einen mittleren Deflektor einbauen können. Die verbesserten. Nein. Aber. Warum bin ich jetzt immer noch bei minus 5? Okay, das geht nicht. Dann müssen wir doch noch einen Fusionsreaktor einsetzen. Hier hat sich ja nichts getan. Nö. Speichern das Ganze ab. Kriegen jetzt einen Schlag, was das kostet. 216! Nein, dann kommt doch erst das Kolonieschiff dran. Dann kommt doch erst das Kolonieschiff dran. Ships upgraded. Ah. Die sind auch fertig. Du fliegst auch hier hin. Es ist ja noch keiner von euch 5 geworden, ne? 3. 4,5. Knapp 4. Schlecht, schlecht, schlecht. Ich glaube, da haben die irgendwas gepatcht. Ich meine, früher haben die schneller Erfahrung gesammelt. Könnte noch diesen Planeten auch besiedeln, aber der war ja nicht so prickelnd, weil der zählt noch zu dem System zu. Der würde da oben keinen Platz belegen. Deswegen ist es mittlerweile ganz cool gemacht. Früher hat ja jeder Planet einen Platz da oben belegt und ja, war schon scheiße, wenn man zwei bewohnbare Planeten in einem System hatte. Ja, aber das haben sie ja Gott sei Dank gemacht. So, Konstruktionsschiff, beeil dich. 246. 2 Monate noch, 2 Monate noch. Construction complete. Ja.
Research complete. Oh, schon wieder Forschung abgeschlossen. Das Betarian-Kraftwerk. Schön. So, Aurelium war für Explosivwaffen, Kinetikwaffen. Verteidigungsstation. Sollten wir vielleicht einen Angriff nehmen? Wie lange dauert das? 40 Monate. Das, wie gesagt, brauchen wir momentan noch nicht. Wir besitzen keine Kinetikwaffen und keine Explosivwaffen. Wir wollen ja eigentlich bei unseren schönen Lasern bleiben. Das Konstruktionsschiff ist fertig. Construction complete. Jawohl. So, und jetzt könnt ihr ins All fliegen. So, du fliegst als erstes hierhin. Du fliegst ins Akrux. Und du fliegst dorthin. Das Konstruktionsschiff wird, ich glaube, hier eine Wurmlochstation bauen. All die Weil, wir kommen hier oben dann hin. Und wir wollen da ja immerhin den Planeten besiedeln. Also sehe ich das als wichtig an. Es wirft uns jetzt etwas wieder zurück um 75, aber ja. Egal. Obwohl, nicht egal. Wir brechen das ab. Das Kolonieschiff dauert ja auch. Was hatte ich jetzt vor? Das abbrechen. Konstruktionsschiff. Nicht auflösen. Ach, wie ging das nochmal? Verlegen, zurück. Anhalten, stoppt sämtliche Aktionen. Ja, Geld haben wir zurückgekommen. Das heißt, wir gehen jetzt erst 293. Wir gucken mal eben in den Schiffsdesigner, weil mittlerweile sollte man das ja auch zumindest ein bisschen verbessern. Schnelleren Antrieb. Wo stehen die Kosten? Baukosten 53. Das ist nicht viel teurer. Da gibt's nichts. Knallen da eben die zwei Dinger rein. Können wir auch drei nehmen. Speichern das ab. Jetzt können wir es uns wahrscheinlich nicht mehr leisten. 3 und 3 doch geht. Das Kolonieschiff. Und wir schicken jetzt unser Konstruktionsschiff. Hier oben hin. Hier hin bewegen. Können wir gleich eine Wurmlochstation bauen in 2 Monaten. Und ich sehe schon wieder, haben schon wieder Hunger die Leute. Wirtschaftet ihr alle Felder? Ja. Hier können wir Nahrung bauen. Das geht jetzt erstmal vor. Hier könnten wir auch Nahrung bauen. Dann machen wir das erstmal. Erkundung abgeschlossen. Durch unsere Erkundung nach bewohnbaren Welten haben unsere Biologen eine riesige Datenmenge über Alien-Lebensformen gesammelt. Viele unserer ältesten Theorien über die Entstehung des Lebens haben sich als falsch erwiesen. Unsere wissenschaftliche Gemeinschaft sah sich gezwungen, komplett neue Modelle zu erstellen. Unsere interessantesten Funde werden im neu eröffneten Museum für Exobiologie auf Schlorf ausgestellt. Die Öffentlichkeit ist begeistert, hat viel Geld gespendet, um bei künftigen Suchen nach merkwürdigen Lebensformen zu helfen. Oh, Energiekredits 367 und 500 Sozialforschung. Jawohl, ja. Aber mal ein dickes Polster hier. Und das heißt, mit diesem dicken Polster, das werden wir auch, glaube ich, gleich mal anlegen.
Und zwar können wir packe ich mal dahin. Hier könnten wir einen Roboter bauen für das für die Mineralien, zum Mineralienabbau. Machen wir auch. Und da du hier gleich fertig bist, könntest du. Haben wir natürlich jetzt kein Geld für, dann ist der gleich arbeitslos. Batteriankraftwerk geht ja hier nicht. Das Monument bauen. Das machen wir noch. Wir haben nämlich ein bisschen. Anomaly found. Incoming transmission. Oh, 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 jetzt geht's hier aber ab. Das zu. Unsere ersten Funde auf Kauri 5a deuten darauf hin, dass auf der Oberfläche noch weitere interessante Entdeckungen zu machen sind. Jo, dann erforscht das mal. Wir möchten euer Volk nicht in einen Konflikt hineinziehen. Es ist jedoch klar, dass beide Seiten davon profitieren würden, gegen mögliche Bedrohungen gemeinsame Sache zu machen. Ein Defensivabkommen mit der Erde. Hast du mit irgendjemandem Ärger oder warum fragst du uns? Eigentlich nicht. Wir kennen anscheinend auch nur die beiden. Und deswegen nehmen wir das Ganze an. So, wo war ich jetzt auf welchem Planeten stehen geblieben? Auf Asterion 3. Genau, da mussten wir 60 zusammen haben, was Ende des Monats der Fall ist. Dann kommt da auch schon der neue. Ist ein bisschen schlecht jetzt getimed. Bauen. Das Autochone Monument. So, wer ist denn Reihe? Stimmt, jetzt bauen sie erstmal die Farm hier. System Survey complete. Okay, muss ich mit klarkommen. So, das Akrux-System ist erforscht. Dann fliegst du mal nach Ginok. Alt. Das Forschungsschiff. Achso, das war ohne Arbeit oder was? Erforscht da gut. So, Relikt aus der Vergangenheit. In einem gelegenen Teil von Kauri 5a hat das Wissenschaftsteam der ISS Kashalis eine Metalltafel gefunden, die völlig fehl am Platz ist. Sie enthält grundlegende Informationen über ein weit entferntes System, die mit Abbildung und einer Art Periodensystem dargestellt werden. Mithilfe der Informationen ist es Wissenschaftsoffizier Barnock in der Lage gewesen, die Position, die potenziellen Ressourcen des Systems abzuleiten. Und wo ist das? Sehen wir jetzt hier nicht so, ne? Schade. Schade, schade, schade. Aber gut, ich habe schon gesehen, wir sind ein bisschen über Zeit. Das war das Staffelende für diese Woche. Nächste Woche geht es wie gewohnt weiter mit Crusader Kings 2. Und übernächste Woche heißt es dann wieder ab ins Weltall mit den Schlorf bei Stellaris. Ich würde sagen, habt einen schönen Start in die Woche, wünsche euch noch einen schönen Tag und ciao, ciao.